Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Er kniet nieder von mir und hat Schwimmflossen an. Ja, moin. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Sons of the Forest. Und jetzt schaue ich mal gerade nach. Neoprenanzug, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo wir den gefunden haben. Keine Ahnung. Hält der schön warm? Im Vergleich zu dem anderen Kram? Mal Nö, gucken. Aber da ist ein Wassersymbol drauf. Vielleicht kann man da schneller mit schwimmen. Ich weiß es nicht. Da ist ein Wassersymbol drauf. Der ist halt regenfest, wenn es regnet. So wie es da steht. So. Wir sind in der letzten Folge hier in den Bunker reingegangen und haben diese große Halle gefunden, voll mit vermutlich toten Zombies, aber ich vermute nicht. Hast du eigentlich gesehen, dass... Warum bist du denn schon da unten? Ich wollte gucken, was hier im Wasser ist. Hast du gesehen, dass bei dem Typen hier die Zähne keine Zähne sind, sondern Finger? Ja, ja. Voll widerlich. Hier liegt Fleisch auf dem Boden. Es scheint so ein One-Way-Ding zu sein. Sag mal, aber da war jemand. Ich habe auch den Eingang schon gefunden. Glaube ich. Ja, hier. Wo bist du? Ja, mit dem Neoprenanzug schwimmst du viel schneller. Wie widerlich. Ach ja, warte, man muss die plündern. Habe ich ganz vergessen. Okay, Schneblinski ist unser Haus. So lang und nichts. Hier steht einer. Und ein Baby krabbelt hier auch. Und das alle? Ekelhaft. Sag doch auch mal was. Ekelhaft, ey. Voll widerlich. Oh, warte. So, Tom. Ha, hallo. Ja, das ist lustig. Also wir sind in der Höhle, da muss das ja auch heilen, also. Alles andere macht keinen Sinn.
Tom, da war jemand vorhin. Ich renne doch nicht so. Das ist gefährlich. Stell dir mal vor, der steht jetzt um die Ecke und steckt dir den Finger in den Popo. Den Zahn kann ich dir ziehen, weil wir sind draußen wieder. Na toll. So ein Scheiß. Was sind wir denn jetzt? Sind wir voll weit weg davon? Bei ganz vielen Ulumulus anscheinend. Ich hab mir jetzt eine geboxt. Hast du mir gerade eine geboxt, Junge? Was mit dem hier? Den lässt du in Ruhe, oder was? Alter! Rambo seine Mutter! Guck mal, die weint voll. Ja, der hat doch angefangen. Jetzt renn hier nicht weg, du. Kannst dir im Himmel wieder begegnen. Und Tom? Ja. Also, ich habe auf der Karte jetzt gerade geguckt und da war noch ein Punkt. Der ist aber weiter weg. Ich habe ihr mal ihr Kleidchen gegeben. Hallo. Was macht er jetzt hier? Hattest du nicht eine Aufgabe, du Idiot? Wenn hier hat er fertig gemacht, sonst wäre der nicht hier. Hast du dich jetzt selbst erschossen oder was ist passiert? Bam! Okay, Kevin verfolgt uns. Also da hinten auf der Karte ist noch ein Punkt. Aber der am Hubschrauber ist noch am nächsten. Weil da ist nämlich auch unsere Basis. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt zu dem Hubschrauber-Ding, das ist da hinten. Kommst du mit? Warte mal, ich habe die Tauchausrüstung immer noch an. Habe ich die auch noch an? Ja. Das wäre dann jetzt, ich muss mal eben durchchecken, wo. Da hinten. Boah, das ist ganz schön weit schon wieder. Aber da ist halt der dritte und letzte Punkt. Lass mal zum Unterschlupf hier vorne, dann können wir da mal eben speichern. Da müsste er im Bett sein. Speichern und schlafen. Bald wird dunkel. Ja, mei. Hau nur die Taste, die Maus noch mehr auf den Tisch. Da kniet die sich dahin und weint wegen dem. Aber sorry, er hat angefangen, ne? Also das müssen wir nochmal festhalten. Ach, mein Hütchen. Davon vielleicht bauen wir da noch ein Bett rein. Obwohl, Zelt steht ja noch hier. So, gibt genug Kram, den ich im Inventar habe, den ich noch so fressen kann.
Brauche ich nur noch was zu saufen. Ist hier irgendwo ein Fluss in der Nähe? Nee, ne? Doch, kommen wir gleich dran vorbei. Was grillst du denn da jetzt alles? Ja, ich habe den Scheiß mal aus dem Inventar getan. Ich wollte jetzt nur Fleisch essen. Es schneit. Saskia schreibt gerade, es schneit. Ja, hier auch. Ich sehe. Doch, ein bisschen. Prost. Prost. So. Da müssen wir lang. Da hinten, wo unser Flugzeug abgestürzt ist, da ist der dritte Punkt, den wir in unserer Gegend haben. Ansonsten müssen wir zum nächsten Punkt, der ist richtig weit weg. Der ist wirklich richtig weit weg, nicht nur so ein bisschen, der ist weit, weit weg. Ich krieg schon wieder einen Pickel in der Nase. In der Nase, das ist fies. Das tut so weh. Glaube ich dir. Hinten ist auch noch ein Punkt, da ganz hinten. Ja, hier läuft Musik. Aus allen verschiedenen Radios. Der ist am Headbang hier. Guck ihn dir an. Mach ein Foto von uns, Tom. Mach ein Foto. Oh, die weinen schon wieder. Guck mal. Alter. Das waren verschiedene Musikarten hier. Das kann bleiben. Das ist okay. Drehwurm hier bei der ganzen Mucke. Guck mal. Hier ist noch ein Energy Drink und ein Seilrutschen, Leute. Munition. Ja. Ja, für dich. Was los? Hast du einen Arm verloren? Schon wieder einer. So weit war das jetzt nicht mehr, oder? Welcher ist das? Der da, ne? Hier gibt's Seilrutschenseile. Da hab ich doch gesagt, gerade.
Ich bin gleich da. Ich bin so aufgeregt. Ich finde diese Punkte jetzt total interessant gerade. Man muss ja einfach mal sagen, wir haben jetzt schon so viel gefunden, ne? Oder findest du nicht? Ja, wir haben extrem viel gefunden. Schrei mich so an. Combo. Ich geb dir gleich eine Combo. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Hier. Oder? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Hier liegen Handgranaten. Und 9mm Munition. Oh. Da. Mhm. Kann man ja vielleicht immer gebrauchen. Man weiß es nicht. So, hier vorne müsste irgendwo der Punkt sein. Irgendwo da vorne. Brauchen wir bestimmt wieder die Schaufel. Hab ich die irgendwo auf den Glücksslot gelegt? Ich glaube nicht. Ne, Schrotflinte hier. Hier ist eine Höhle. Gehen wir rein. Kein Golfkart? Alter, was? Da ist ein Bunker. Wieder so ein 3D-Drucker. Buch Parallelwelten. Kann man schlafen? Pfeile. Kohlefaserpfeile, geil. Warte, du kannst nicht mehr Armbrustbolzen tragen. Wo hat der den hingeschmissen? In die Wand. Super. Ey, aber hier stand. Ne, können wir speichern. Hier standen Pfeile, vielleicht finde ich ja hier mal einen Bogen. Kannst nicht mehr Druckerzeugs tragen. Okay. Was hast du getan? Du bist bescheuert. Warum? Viele Batterien, wie hier rumfliegen, ne? Dein Schlitten, okay. Ich hab's wieder voll gemacht, du kannst auch. Also, Riesending. Du hast bestimmt auch noch ein bisschen, oder? Ich hab noch ein bisschen, ja, aber ja, ich will keinen Schlitten haben. Ach, du willst auch einen Schlitten. Ey, wir haben die Trinkflasche gar nicht voll gemacht. Hm? Das müssen wir mal testen. Muss man sich die ausrüsten? Tatsächlich. Stimmt.
Was habe ich denn nutzlos? Auf was ist denn der Bogen? Den brauche ich nicht mehr. Bist du sicher, dass du nicht willst? Aber das muss doch hier einen Sinn haben. Ey, hier geht's noch weiter, Tom. Ach, du bist weitergegangen. Sag an, hier geht's weiter. Tom, was da? Ich komme. Zuck ich bei dir auch so rum? Nee. Okay, dann ist das irgendwie ein Grafikbug. Oh, der Grafikbug war kurz weg. Haben wir eine Karte dafür? Das ist eine Sporthalle hier, er leckt mich doch am Arsch. Kann man Licht anmachen? Scheinbar nicht. Ja, geil. Also hier stehen auf jeden Fall Energy Drinks rum, nur zur Info. Ich bin verwirrt über diese Insel. Ja, Ureinwohner und ja, es ist The Forest, logisch, aber das ist schon wieder eine ganze Nummer heftig hier, oder? Finde das nur ich. Hä? Wo ist denn jetzt meine Schrotflinte hin? Okay, hier geht's noch ein ganzes Stückchen weiter, Tom. Alter. 22 Minuten noch. Da soll ich einfach schaffen. Meine. Was ist. Was passiert? Irgendwas stimmt hier bei mir nicht. Hier laufen Menschen, Gegner rum. Komm zu dir. Was ist denn? Ich hab meine Schrotflinte in. Erklär mir das. Schön, dass du das auch siehst. Und ich komme da jetzt nicht mehr dran, das ist das Problem. Warum? Wo hast du doch in der Hand? Außerdem sieht der Schrotflinte über die Rübe oder was? Ich check das nicht. Ich bin voll verbuggt gerade. Herrlich. Tom, da hinten waren Gegnasse. Heil dich mal. Und wenn du noch kannst, nimm Rüstung. Nee, ich hab keine mehr. Okay, weil da hinten waren echt ein paar. Keine starken, aber da waren welche. Nee, irgendwie finde ich das gerade nicht lustig. Wie komme ich denn jetzt hier wieder an meinen Dings dran? Kannst du nochmal die Schippe halten, bitte? Die Schippe? Oh Mann, ey. Also wenn man jetzt hier reinguckt, guck mal, hier rechts geht's lang, hier. Hier ist noch eine Kleinigkeit, ein Pool oder so. Und da hinten sind ganz viele Gegner, die laufen da hinten rum. Guck mal, ich habe die Schrotflinte jetzt. Was denn? Ja, jetzt hast du immer noch in der Hand. Tom, nicht da lang, lass es hier lang, komm. Ich will erst hier. Ja, gucken. Warte, ich muss erst mal ein Problem hier loswerden. Kann die Schrotflinte nicht mehr ausrüsten. Dann speicher mal eben. Lass uns mal eben ein Zelt bauen. Ja, komm her. Wie komme ich denn hier raus? Ich bin gefangen in einem Glaskasten. Egal, dann baue ich jetzt das Zelt hier rein. Kann ich das hier? Ja. Dauert einen kleinen Moment. So, hier bitteschön. Speicher, leave und komm zurück.
Herrlich. Na, finde ich wieder erfrischt. Sie sind nicht mehr dunkelhäutig. Finde ich nicht in Ordnung. Tja, meine Schrotflinte ist weg. Ganz weg? Ja. Nee. Ja. Okay, dann müssen wir sie halt nochmal neu holen. Der Blöde ist das Laservisier, was da drauf war, ist auch weg. Ach man, das finde ich ja jetzt zum Kotzen. Ich kann dir auch nicht meine Sachen geben. Wie kann das denn weg sein? Ja, weil das verbuggt war. Was ein Scheiß. Na, das finde ich jetzt auch doof, tatsächlich. Dann müssen wir gleich mal eben gucken, wo wir die Sachen finden. Dann gucken wir im Internet und dann laufen da eben hin und holen die. Ist das ein Deal für Sie? Also irgendwas Schleimiges ist hier aus dem Ding rausgekommen. Aus dem Pool. Hier krabbeln Babys. Okay, also hier ist nichts im Pool, aber hier ist irgendwas Fettes, Schleimiges rausgekommen. So wie es aussieht. Krass mit den Lichtern, ne? Hat er irgendwie was. Der Tom ist jetzt knatschig. Der redet nicht mehr. Tombo! Ja. Halb so wild, wir holen die Sachen gleich neu. Ja, ich glaube nicht, dass ihr die nochmal findet. Doch, aber ich habe doch die Waffe auch nochmal gekriegt. Ich glaub, pass auf, davon sind Gegner. Hinter dir ist schon einer, ne? Halten aber was aus, ne? Sehr gut, Tom. Lass uns ledern. Ich brauch Rüstung. Hier ist der nächste. Aber irgendwie kann ich den jetzt. Im Kopf aus. Warte, hier der noch. Ne, den hatten wir gerade, der hier. Und hier in der Mitte liegt auch noch einer. Hier. Aber da. Ich zieh mir direkt die Rüstung an, weil ich habe ordentlich gerade in die Fresse gekriegt. Und wer weiß, was hier noch so lauert. Gibt's denn noch was? Hier liegt noch was. Hier liegen noch Items. Aber nur ein Stoff. Nur ein Stoff. Ach du Scheiße.
Da hinten sind auf jeden Fall Krabbelviecher. Das sind doch so Entspannungstanks, oder nicht? Ja, ich glaube auch. Aber entspannt sieht hier nichts aus. Ich gehe mich umgucken, ne? Also hier hinten ist nichts. Hier liegt ein Schlafanzug in der, im Regal, falls es dich interessiert. Hier ganz hinten durch. Hier die Tür ist offen. Und hier ist doch einer rumgekrabbelt, soeben. Pass auf, hier war einer. Ich weiß nicht, wo der ist. Das wäre so ein Zweiarmiger gewesen. Aua! Hurensohn. Da hinten ist noch einer an der Wand. Wolltest du nicht häuten hier? Doch, Entschuldigung. Vollkommen richtig. Den Zweiköpfigen hast du noch nicht getötet, ne? Nee, der lief gerade die Fensterscheibe, aber von außen. Ach, da vorne ist er. Da kommt einer zu dir gelaufen. Boah, der Zweiköpfige hat mit der Schrotflinte einen Schuss gekriegt. Ja, One danke. Shot in die Fresse. Was denn, danke? Mit der Schrotflinte nur einen Schuss braucht. Ach so. Das habe ich nicht bedacht. Könntest ja deine auch nehmen. Tom has been left. Has been quit. Ach, Tombo. Ich kann doch auch nichts. Du weißt, dass ich dich lieb hab. Und wenn ich könnte, du weißt ganz genau, ich habe gerade direkt nachgeguckt. Sie hat dir meine gegeben, weil ich die eh nicht brauche. Eigentlich. Ich hätte mir dann einfach eine neue geholt. Boah, Alter, wie schön das hier aussieht. Gefällt mir voll. Guck mal. Mit Bar und allem Pipapo. Was auf deiner Seite? Nö. Hier liegt nur ein Stoff. Hier liegt eine E-Mail. Was steht drauf? Lies mal vor. Null to all employees. Mr. Pufton desires all digital communications to be printed out. Do not leave digital copies on your communications on any devices and discard. Of all communications when done with them. Ja, so einfach nur Unsinn. Hier rechts ist eine Türe, wo man wieder Dings braucht, aber lass uns erstmal geradeaus gehen. Hier vorne braucht man auch eine. Das nenne ich mal ein Hardcore-Rockstar. Hm? Wovon reden die? Ich komm. Ich sammle gerade nur das Geld. Geld hier rumliegt. Oh, dem hat die Gitarre gefallen. Boah. Ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Rich, rich, money, bitch. Ah, hier kannst du eine Gitarre mitnehmen. Mitnehmen? Hm. Wo? Oh. Also, es ist mir definitiv zu dunkel, ey. Wo hast du denn eine Gitarre gefunden? Die lag doch hier auf dem Tresen.
Weiß zwar nicht, wofür man eine Gitarre mitnimmt, aber okay. Hast du eine... Hä? Du hast eine Gitarre? Na siehst du, dafür habe ich keine Gitarre gekriegt. Oder ich wüsste nicht, wo die sein soll. Es ist einfach nur ein Knüppel. Ja, habe ich aber nicht bekommen. Tatsächlich nicht. Die lag auf dem Tresen drauf. Noch mehr Geld, noch mehr Pillen. Wo bist du? Hier in den VIP-Bereich, keine Ahnung. Hier liegt keine Gitarre bei mir, wirklich nicht, Tom. Hier liegt noch eine Schlüsselkarte. Aber es ist nur eine Gästekarte anscheinend. Ich bin etwas enttäuscht, ich will auch eine Gitarre. Hier ist noch eine E-Mail. After searching the entire facility, despite the much more important task to be focused on, we have managed to locate the golf clubs. Unfortunately, the golf ball still eludes us. Ich weiß nicht, was das mit den Golfbällen auf sich hat. Na, keine Ahnung, die wollen halt unbedingt golfen. Tom, das ist nicht fair, ich will auch eine Gitarre. Ich tausche gegen Schrotflinte. Mach ich. Ich finde es schade, dass ich die... Warum kriege ich die nicht? Testament? Okay. From who? Druckerzeugs. I revoke all prior will and see the Virginia Pufton, the term child or children. 578 Millionen, 534 kriegt Virginia Pufton. Alter. Das mal nicht wenig. Herzlichen Glückwunsch, Frau Pufton. 500 Millionen. Warum kriegt der eine Gitarre und ich nicht? Ich will auch eine Gitarre. Today was a good day. A good day. Okay, hallo, schönen guten Tag. Warte, lass sie erst hier plündern, bevor du die jetzt da... Treff den. Ha! Getroffen. Alter, wir sind bei 39 Minuten. Und das ist so spannend. Kein Problem. Tom, wo bist du? Das weiß ich nicht. Tom! Wo Tom? Ach, leck mich doch am Arsch. Tom! Was passiert hier? Ja, ich bin jetzt aus der Map rausgefallen. Super. Und wo bist du jetzt? Unter dir. Und du kommst hier nicht hoch?
Nee. Auch nicht mit einer Seilbahn? Kannst du mit einer Seilbahn hier hochschießen? Ich bin im Wasser, ich kann nichts machen. Das ist ja kurios schon wieder. Bist du durch die Wand gebackt einfach? Du hast das ja, Ding ich mache jetzt aus. Und wenn ich jetzt wieder anmache und gar nichts mehr habe, dann deinstalliere ich das Spiel. Nein, tust du nicht. Ich vermute, du bist gleich, wenn du jetzt wieder reinkommst, hinten an dem... Da, wo ich das Zelt aufgebaut habe. Hoffe ich. Sieht der die Taucherausrüstung an, Alter, mal. Ja, bin ich. Na, habe ich mir schon gedacht. Ganz schön buggy hier unten, das muss man aber mal sagen. Okay, klar, also die Gitarre ist jetzt auch wieder weg. War ja logisch. Ja, okay, das ist ja logisch. Die Keycard und so, die du gefunden hast, alles, was du gerade aufgehoben hast, dürfte jetzt weg sein. Super, die ganzen Rüstungsteile. Boah, das ist echt zum Kotzen, ne? Rüstungsteile könnte ich dir eventuell geben jetzt. Komm her. Das ist ja kein Problem. Warum rennst du denn jetzt an mir vorbei? Ich renne dir einfach weiter. Ich habe ja noch genug. Bin ja voll. Also, wenn die Viecher zu nah an der Wand liegen, dann werden die nicht mehr geniniert hier. Der steckt auch schon wieder fest hier. Guck mal, der hängt mit der. Jetzt habe ich ja die ganzen Dokumente gar nicht. Welche Dokumente? Ja, das, was wir alles eingesammelt haben. Ich weiß nicht, braucht man das? Okay, nee, also die Gitarre liegt noch hier. Was für eine Gitarre? Du willst mich doch verarschen. Ich gehe jetzt gucken. Und wenn da keine Gitarre liegt, dann hau ich die in die Fresse. Der verarscht mich doch. Hier liegt keine Gitarre. Alter Pimmelkopf. Ich dich einfach in die Wand gebumst habe. Und auf einmal warst du weg. Also hier ist noch ein langer Gang. Und, keine Ahnung, Spa oder sowas. Und noch ein langer Gang. Oh. Mal geklärt, Freundchen. Haben Sie noch Fragen? Kommen Sie ran. Here's another artifact. Also nochmal eins. Komischen Artefakte überall. Da hinten in der Ecke habe ich gerade so ein dickes Vieh platt gemacht und hier ist ein langer Gang mit Babys. Da hinten ist halt auch ein Gang. Ich weiß nicht, welchen man jetzt zuerst nimmt.
Lass mich mal hier gucken. Ah ja. Hier ist ein Kino. Hier kann man die Treppe annehmen. Der denn da in der Hand? Oh, kann man die aufheben? Alter, Kettensäge. Hier hinter liegen noch zwei Energy Drink Dosen. Na, ich hab grad schon einen reingepfiffen. Ja, ich auch schon drei jetzt hier. Ich bin nur noch lila eigentlich. Hier liegt auch noch einer, den trinke ich auch noch. Energies werden nicht verschwendet, Freunde. Ja. Yeah. Lecker. So, jetzt haben wir eine Kettensäge, Tom. Können wir jetzt Bäume fällen mit einer Kettensäge? Das wäre nice. Ich denke mal, dass das geht, ja. Das ist eine Elektrokettensäge, scheint so, ne? Ich kann die Mollys nicht anmachen. Das ist natürlich dumm. Bitteschön, für euch. Irgendwas rauscht hier. Ja, die Bewässerungsanlage. Aua! Triff den nicht! Und so. Also es geht hier lang und links rum. Lass uns erst links anfangen. Mama hat immer gesagt, immer erst links. Auf Mamas Weisheiten muss man hören. Ich glaube, hätte sich nicht viel getan. Ja, wir haben im Kreis gegangen, ne? Ja. Na dann. Na? Wo landen wir jetzt? Hier geht's runter. Und keinen Weg zurück. Das sag ich dir jetzt schon. No way back. Ich weiß, wir sind bei 48 Minuten, aber das ist jetzt spannend und das ziehen wir jetzt durch. Jetzt sag mir nicht, hier geht's wieder raus. Doch. Wo sind wir jetzt? Das sieht aber nicht aus wie der Wald. Oder? Bleib liegen, du Mistkorb. Ich hab hier mal was aufgestellt zum Speichern und Schlafen. Tim, 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 tim. Wir sind mitten im Wald. Okay. Kurios. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut in der Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Ihr könnt das Ganze Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sons of the Forest. Haut rein.